Vertreter mehrerer Balkan- und EU-Länder sind im polnischen Posen zur Westbalkan-Konferenz zusammengekommen. Ziel, den Balkanländern den Weg in die EU ebnen und sicherstellen, dass sie sich aus Frust über die stockenden Beitrittsgespräche nicht anderen Ländern annähern wie Russland. Moskau versucht, seinen Einfluss auf den Balkan auszuweiten, auch angesichts der verbesserten Beziehungen der Länder zum Westen. Ein Beweis dafür ist der Putschversuch in Montenegro, als das Land gerade dabei war, der NATO beizutreten. Dieses Jahr kam es in Kosovo zu Verhaftungen durch Russland. Sie dienten demselben Ziel. In Nordmazedonien verliert Russland an Boden, seit der frühere Ministerpräsident Nikola Gruevski weg und seine nationalkonservative VMRO-Partei geschwächt ist. Wegen Korruption drohen Ex-Premier Nikola Gruevski in Nordmazedonien mehrere Jahre Haft. Doch der ungarische Regierungschef Viktor Orban gewährte ihm Asyl. Die beiden rechtsnationalen Politiker verbindet eine langjährige Freundschaft. Auch Ungarn buhlt also um Einfluss auf den Balkan. Nordmazedoniens aktueller Regierungschef Zoran Zaev fordert die Auslieferung des Justizflüchtlings und kritisiert Orban scharf. Das EU-Mitglied Ungarn beherberge Kriminelle und sei damit ein schlechtes Beispiel für Beitrittskandidaten wie Nordmazedonien selbst. Neben dem Konflikt zwischen Kosovo und Serbien dürfte also auch dieser Streit bei der Konferenz in Posen für Gesprächsstoff sorgen. Die erste Westbalkan-Konferenz fand 2014 statt, auf Initiative Angela Merkels. Auch sie wird an diesem Freitag nach Polen reisen.